Ich muss ganz ehrlich sagen, wie ihr mich jetzt hier auf diesem Hauptbahnhof begrüßt habt, der absolute Wahnsinn. Wie ein ICE. Wirklich, so eine Stimmung habe ich das letzte Mal erlebt bei mir zu Hause im Schlafzimmer. Aber ich bin mir ganz sicher, ihr hier habt noch mehr drauf. Pass mal auf, ich tue mal so, als wenn nichts gewesen wäre, dreh mich einmal um, breite die Arme aus und dann rastet ihr komplett auf. Ich sag immer, hör auf und ihr macht erst recht weiter. Ist total bescheuert, macht aber unglaublichen Spaß. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich euch jetzt hier vorne so angucke, ich habe ein super Gefühl. Pass auf, ich gebe alles. Der ein oder andere wird ja zu sagen, wieso denn klatschen, du hast ja noch gar nichts gemacht. Deshalb ein zu der Situation passendes Gedicht. Wusstet ihr schon in der Moderation für die eigene Person den richtigen Ton zu treffen? Das ist meine Passion. Und in dieser Mission hat das die Funktion einer Variation. Und in einer Vision erhoffe ich mir schon als gerechten Lohn für meine Demonstration, denn mit dem Mikrofon eine Detonation eurer Ovation. In meiner Kalkulation war das gerade schon die Situation für diese Sensation. Operation, Fabrikation, eine Revolution der Beifallsintroduktion in einer neuen Dimension der Lärmemission. Konzentration auf diese Investition in meine Inspiration zu eurer Satisfaktion, der Organisation, also erst kommt meine Rotation und dann Polyphon, Synchron in dem Stereoton, eure Aktion, Produktion, eine Applaus-Explosion. Ja. Unglaublich! Hört doch bitte auf! Komm. Es ist ein Wahnsinn, da oben auf! Da geht auch die Post ab, hört doch auf! Unglaublich! Hätte ich nicht mitgerechnet! Wahnsinn! Hört doch! Ich muss eine Stimmung wie bei mir im Schlafzimmer, wirklich. Ich muss ganz ehrlich sagen, wie ihr mich jetzt hier begrüßt habt, das werde ich nicht vergessen, solange ich mich daran erinnern kann. Wirklich, ich bin in Deutschland viel unterwegs, aber so eine Begrüßung wie heute hier bei euch in Essen ist mir noch nicht passiert, bevor ich mir diesen Trick ausgedacht habe. Wirklich, ihr seid ein wunderbares Publikum, ich liebe euch alle und glaubt mir, das sag ich nicht jeden Abend. Sondern nur, wenn ich auch einen Auftritt habe. An der Stelle vielleicht eine ganz interessante Information. Ich kann euch auch sehen. Wenn ihr also Spaß habt, teilt das bitte eurem Gesicht mit. Es gibt immer wieder Leute, die sitzen in der ersten Reihe wie die Mumie von Tutanchamun mit dem Gesicht von Angela Merkel. Immer wenn ich da hingucke, denke ich, warum geht man hier in die Comedy, zahlt da normalerweise Geld, wenn man in der gleichen Zeit auch welches verdienen könnte bei Körperwelten. Das ist ja, warum geht man zur Comedy und bringt seine Alltagsprobleme mit, anstatt den Partner zu Hause zu lassen? An der Stelle vielleicht nochmal, ich präsentiere euch heute natürlich Nightwash und mich. 1,83 Meter geballte Manneskraft mit einer ausgeprägten Brustbehaarung an verschiedenen Stellen des Körpers. Eine erotische Fantasie, bei der sich Frauen die Finger lecken oder in den Hals stecken, je nach Geschmack. Ich bin so behaart, unrasiert habe ich Joggingverbot im Wald. Weil der Förster Angst hat, dass ich erschossen werde. Und ganz ehrlich, während der Jagdsaison halte ich mich auch lieber daran. Mein Motto für den heutigen Tag ist ein sozialkritischer Spruch und der geht: Einer, der trank, starb. Einer, der nicht trank, starb auch. Aber der nicht trank, starb früher, weil der trank, ihn überfuhr. Als ich den heute Mittag in so einem Restaurant auf der Toilette gelesen habe, ich habe mich geschüttelt vor Lachen. Das war in der Situation jetzt allerdings ein bisschen dumm. Hat mich aber inspiriert zu einer Variation dieses Spruches. Ich habe dann drunter geschrieben, einer, der stank, starb. Einer, der nicht stank, starb auch. Aber der nicht stank, starb früher und stinkt inzwischen auch. Kann man machen, aber nicht ein bisschen zum Kennenlernen. Mein absoluter Lieblingscartoon ist, ein Mann im Smoking läuft auf dem Randstreifen der Autobahn, Polizei hält an, fragt, was machen Sie da, sagt er, Mist, habe ich da gerade mein Auto vergessen. Ich merke schon, jetzt ist eher so mein Humor. Und mein absolutes Top-Erlebnis ist gewesen, kam eine junge, attraktive Frau auf mich zu, hat gesagt, ich komme von dem Junggesellenabschied da drüben. Ich habe die Aufgabe, junge, attraktive Männer anzusprechen. Wo geht man denn da hier am besten hin? Ich merke schon, das ist eher so euer Humor. Aber ich weiß natürlich, dass die Frauen, die heute hier sind, in Essen auf dem Hauptbahnhof, alle nur gekommen sind, um zu sehen, wie ich
zu meiner Gitarre geht, die mir dann umschnappt und dann wieder zurückkommt. Und deshalb werde ich das jetzt... Englisch ist nicht so euer Ding, kann das? Okay, machen wir es auf Deutsch, kein Problem. Seid ihr alle da? Ja! Ich habe euch nicht verstanden. Ja! Alle da? Ja! Schön, dass ihr da seid. Jetzt sind ihr schön, dass du da bist. Ich will euch hören. Das war schon sehr schön, aber von hier kann ich sehen, dass einige Münder sich nicht bewegt haben. Und da musst du mir mal sagen, wie da was rauskommen soll. Also, ich sing nochmal und dann will ich alle Münder sich bewegen sehen. Erst ich. Schön, dass ihr da seid. Und jetzt hier nochmal, everybody. Schau zu mir her, ich bin optisch eher der Typ Evolutionsverweigerer. Doch glaub mir, in mir ist mehr, nämlich ein Tempel der Liebe im Garten der Zärtlichkeit. Direkt neben einem Schuh-Outlet mit Designerware zu Schnäppchen. Schön, dass ihr da seid. Jetzt noch mal essen hier. Schön, dass du da bist. Wunderbar, hört sich an wie so eine Sekte. Und einige gucken allerdings so nach dem Motto, das soll Nightwatch sein, Hilfe, wo bin ich denn hier gelandet? Das hört sich an wie ein Sozialpädagogen-Workshop. Und so ist er richtig. Aber da braucht ihr keine Angst zu haben. Wobei einmal haben die Leute nicht mitgesungen. Und da habe ich die gezwungen, einen Stuhlkreis zu werden. Dann habe ich einen Wollknäuel rumgehen lassen. Und jeder, der den in der Hand hatte, musste seine schönste erotische Fantasie berichten. Und was meint ihr, was die Männer geguckt haben, als bei den Frauen immer wieder mein Name fiel? Und bei den meisten von den Männern auch. Schön, dass ihr da seid. Jetzt ihr nochmal, everybody! Das fand ich schon wirklich sehr super. Normalerweise ist an der Stelle auch Schluss. Aber ich habe gerade das Gefühl, es wäre wirklich wunderbar, wenn wir noch einen Durchgang machen, so mit Klatschen. Richtig tollem Gefühl und richtigem Singen hier im Hauptbahnhof in Essen. Ich sing nochmal, komm, fühlt den Rhythmus. Schön, dass ihr da seid. Jetzt nochmal essen. Und jetzt noch einmal für die Künstler des heutigen Abends singen wir schön, dass ihr da seid. Come on! Schön, dass ihr da seid. Hier für euch Helmut Sanftenschneider. Schön, dass ihr da seid. Bademeister Schalopke. Schön, dass ihr da seid. Markus Bahn, one more time. Seine große lange Flinte.
Thank you.